wimmelt's bestimmt von den Pendejos, die sie entführt haben. Augen und Ohren auf, okay? Da fällt mir ein, ich hab da was für dich. Militech Trainingssplitter, falls du Nachhilfe im Fressepolieren brauchst. Lust auf ein paar VR-Zielübungen? Klar, kann nicht schaden. Beginnen wir mit einfachem Kampftraining. Dieser Durchgang wird zur späteren Beurteilung aufgezeichnet. Dieser Kurs wurde dafür geschaffen, die grundlegenden Kampffähigkeiten zu stärken und ihre Reflexe zu verbessern. Die Fähigkeiten, die Sie hier erlangen, werden Ihnen helfen, auf dem Schlachtfeld zu überleben. Ich werde Sie im Umgang mit Feuerwaffen, dem Einsatz von Tarntaktiken und dem Hacken feindlicher Netzwerke instruieren. Denn bei Militech haben wir... Denn bei Militech haben wir nichts drauf. Außer natürlich hirntote Chromtrottel zu züchten. Und jetzt, Station 1, du Made! Los, los, los! Ich hoffe, du bist bereit. Versuchen wir das Programm mit den taktischen Zielübungen, okay? Zum Aufwärmen. Damit würdest du keine Probleme haben. Machen wir es ein bisschen interessanter, okay? Nicht übel, aber es ist realistischer, wenn das Ziel sich wehrt. Steh nicht rum, geh in Deckung! Verletzt. Mit dem Reanimator heilst du dich. Geh zum Trainingsbereich, wenn du soweit bist. Oh, die Arme. Diesmal hat er seine Tools dabei. Du weißt, was zu tun ist, Rick. Dann geht's weiter. Als nächstes steht Hacken auf dem Menü. Ich habe das Kursmaterial ein bisschen gewürzt. In diesem Trainingsmodul lernen Sie heute, wie Sie Technologie in Kampfsituationen hektisch in den Bildschirm, um die Wache abzulenken. Konzernkotz. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus.
Okay, er gehört dir. Schalt ihn ab. Du hast es fast. Fast. Gleich nochmal von vorn. Hack dich in den Bildschirm. Um die Wache abzulenken. Konzernmord. Stil vor Substanz. Gut. Jetzt schalte ihn leise aus. Es ist nie klug, Spuren deiner Arbeit zu hinterlassen. Besonders die von der Totensorte. Heb die Leiche hoch und versteck sie irgendwo. Okay, jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Komm schon, du kannst das. Okay, jetzt erledige ihn in einer flüssigen Bewegung. Bist du bereit, ein paar Typen in Echtzeit zu hacken? Viel Spaß! Jetzt, zünde die Granate. Einfach Hirn ausschalten und Befehle befolgen, wie ein guter Militech-Wachhund. Dank meiner weisen Führung wirst du noch zum echten Champ. Schreite zum Podium, Champ. Gar nicht schlecht. Der Militech-Algorithmus hat dich gut gefordert. Ich habe hier weitere Module, wenn du noch etwas trainieren willst. Oder du hörst jetzt auf. Aber denk dran, auf der Straße gibt's keine Tipps und zweite Chancen. Was ist? Wollen wir?
Okay. Zuerst widmen wir uns deinem Schleichtalent. In Deckung, schnell! Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Ach, komm schon, du kannst das. Entdeckung, schnell! Nice. Nicht schlimm, gleich nochmal. Entdeckung, schnell! Nice, nice. Jetzt geh langsam Richtung Ausgang, ohne entdeckt zu werden. Hier geht's um Tarnung. Nova, weiter zum nächsten Bereich. Nochmal dasselbe, aber mit Kamera. Was ist? Wollen wir? Hast du gut gemacht. Stell dich auf die Plattform. So kommst du raus. Okay. Zum Nachtisch noch ein paar fortgeschrittene Kampftechniken. Dann sind wir dort. Zeit für ein wenig schmutzigen Kuschelkampf. Schalt ihn aus. Aber Vorsicht, der sieht fies aus. Fast, fast. Gleich nochmal von vorn. Okay, das reicht. Suchen wir einen, der eher in deine Gewichtsklasse passt.
Schrauben wir die Schwierigkeit von leicht auf normal. Der nächste Trottel kann blocken. Wird jetzt ein bisschen langweilig. Du sollst nur blocken, nicht zuschlagen. Der Trottel kommt jedes Mal, wenn er zuschlägt, aus dem Gleichgewicht. Nutzt das, um einen Konter zu landen. Ich mag irgendwie, wie das klingt. Jetzt weich ihm aus wie. Ich will, dass seine Faust nur Luft trifft. Du hast den Pfad des Trottels gemeistert, junge Novizin. Ich kann dir nichts mehr beibringen. Zeit für deine letzte Prüfung. Weiter geht's mit Nahkampfwaffen. Nimm dir ein Schwert. Gut, zeig mir, was du gelernt hast. Das ist echt ziemlich gut. Stell dich auf die Plattform. Viel Glück, Vi. Und nicht schlecht, ne? Und jetzt kommen wir zum Geschäft. Hat Wakako dir irgendwelche Tipps für den Job verraten? Ich bin nicht deine Mutter. Mach, wofür ich dich bezahle. Der Job ist leicht. Ziehen wir es durch. Zum Aufzug. Hier lang.
heißt Sandra Dorset. Ihr Biomon ist vor ein paar Stunden ausgegangen. Vermutlich Entführung. Das Ziel könnte schon tot sein. Vielleicht kommt ihr zu spät. Wir, Buck, wir. Du bist zwar nur über Funk hier, aber das heißt nicht, dass du nicht zum Team gehörst. Team. Charmant. Buck, versuch wenigstens mal nett zu sein. Wenn du was Nettes willst, ruf die Seelsorge an. Apartment 1237. Ziel müsste drin sein, aber ich sehe ihren Biomann nicht. Ich hoffe, wir sind nicht zu spät. Bist du das? Ich hasse diesen auf Leben und Tod-Scheiß. Beeilt euch. Versucht, die Tür zu hacken. Kannst du das Schloss umgehen, Weh? Ab jetzt leise. Sandra Dorset ist geschützt gemäß Echelon 2 Konzernimmunität. Die ist richtig wichtig. Die hier hat nur Zetatec Repos vom Schwarzmarkt. Typische Gossenarbeit. Sie also nicht. Suchen wir weiter. Wie? Achtung! Pendejos vor uns! Leise! Jetzt schön vorsichtig! Thank you.
Informationen aus. Was? Gib mir was. Der Raum, in dem er ist, hat den Balkon. Fenster links von euch. Gebt mir 2 Sekunden für Schloss. Okay, wie? Gib mir von der Seite. Genau zwischen die Augen, wie? Du kriegst das hin. Okay, hab die Tür gehackt. Pass doch bald auf. Ist unser Ziel. Seht euch um. Sie muss hier irgendwo sein. Ich glaube, ich habe sie. Unsere Zielperson. Haben wir es geschafft? Lebt sie? Das wissen wir gleich. Schließ ihren Beomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Oh, das sieht nicht gut aus. Sie liegt in einer Wanne voll Eis. Mit noch einem anderen. Fuck. Wie Fleischbrocken. Reiß dich zusammen, Vi. Wenn sie überlebt, erinnert sie sich an nichts. Winzige Narbe am Unterbewusstsein, das war's. Hab gehört, die Leute, die sowas erleben, kriegen Panikattacken. Ohne je zu wissen, warum. Du trinkst nur ein Glas Eiswasser und plötzlich fängt deine Hand an zu zittern. Weh, schließ ihren Biomon an. Ich muss wissen, womit wir es zu tun haben. Schließe an. Sandra Dorsett, NC570442. Traumateam Platin. Platin? Scheiße. Die hätten auf den kleinsten Nieser reagieren müssen. Die haben ihr Transmittersignal gestört. Wir haben einen gehackten Biomon. Firmware Reconfig oder einen Neurovirus. Carajo, Tibak. Du kannst das nicht sehen. Hier sind nur Wannen, Eis, Haken und Beile. Hm. Also Scorplotcher-Hack, was? Ich hab da eine Idee. Check den Neuropark. Wenn da ein Splitter ist, zieh ihn raus. Der könnte den Biomon stören. Ist das nicht gefährlich? Können wir sie nicht einfach wegschaffen? Sie ist hier und atmet. Mach jetzt keinen Rückzieher. Wir brauchen den Biomon intakt, um Blutungen zu finden und so. Such den Splitter und zieh ihn raus.
Splitter gefunden. Ich zieh ihn raus. Check den Bioma. Hat sich was geändert? Hallo, Sandra. Falls du bei Bewusstsein bist, nimm jetzt die stabile Seitenlage ein. Eine Notevakuierungseinheit wurde ausgesandt und trifft in 180 Sekunden an deinem Standort ein. Der Biomon sagt, Traumateam ist in 3 Minuten hier. Dein Premiumplan deckt 90% der voraussichtlichen Kosten deiner Rettung und Behandlung ab. Pobrecita. Holen wir sie aus dem Eis raus. Jack, Augen auf, das war's noch nicht. Wer weiß, was da draußen ist. Bin bereit, Vi. Zieh dein Ding durch. Wie? Sag mir, was da los ist. Jackie, Air Hypo. Fuck, das ist nicht gut. Fang, Chica! Ich glaube. Scheiße, es hat geklappt. Feuer, Chica, bring sie nach draußen. An Zentrale. Patientin NC570442 gesichert. Stimulanz wird verabreicht. 70 Milligramm Dopamin, 110 Norepinephrin, 800 Fibrin. Verschwinden wir. Der Fahrstuhl bringt uns direkt zur Garage. Gute Arbeit. Die Shitshow ist vorbei. Ich klinge mich aus. Wir sehen uns bald. Hör zu, Chica. Ich habe was zu erledigen. Kann ich deinen Wagen borgen? Ich habe ein Date mit Misty. Komm schon, ich kann schlecht die U-Bahn nehmen. Okay, kannst ihn haben, Jack. Aber gewöhn dich nicht dran. Du rettest mir den Arsch, Vi. Gracias. Soll ich dich nach Hause fahren? Ja, danke. Ich bin hundemüde. Oh, fast vergessen. Du solltest Wakako anrufen. Wir sagen, der Job ist durch. Wie? Wie lief es? Ist die Klientin gesund und munter? Natürlich ist sie das. So war es doch vereinbart, oder? Wunderbar. Eure Bezahlung wartet schon. Ihr könnt sie jederzeit abholen, auch sofort. Aber ihr wollt bestimmt erstmal nach Hause, oder? Das NCPD hat Watson umstellt. Der Bezirk ist völlig dicht. Wenn ihr noch durch die Absperrung wollt, beeilt euch. Danke für die Warnung. Wir kommen später bei dir vorbei. Angeblich hat das NCPD ganz Watson gesperrt. Wenn wir heute in unseren Betten schlafen wollen, beeilen wir uns lieber. Überlass mir das, Chica. Ich fahre. Eine Stadt wie jede andere, nur größer. Nein, Chica,
Nicht wie jeder andere. Andrew Wayland. Adam Smasher. Von hier kommen Legenden. Holen wir uns was. Bist du dabei? Jackie, die haben Watson gesperrt. Schon vergessen? Oh, shit. Stimmt. Bin ich, oder? Ah, ich wusste es. Der Van hinter uns verfolgt uns. Aber das geht nicht. Kein bisschen. Gap! Aus der Puppe! Entfassung, Jackie! Hallo, Sie! Kann nicht! Halt ihn ruhiger! Dein Baby ist arg zerkratzt. Tut mir leid, Vieh. Schon okay. Das kann warten. Fahren wir lieber nach Hause. Nicht alles. Watson ist bis auf Weiteres abgesperrt. Notwendige Sicherheitsmaßnahme. Officer, bitte. Ich bin so froh, dass Sie hier sind. Ach ja? Und was macht mich so besonders? Na, Ihr goldenes Herz. Denn nur jemand mit einem Herz aus Gold versteht, wie dringend ich zu meinem Mädchen muss. Ihrem Mädchen? Sie macht sich Sorgen, wenn ich nicht komme. Ich meine, ich versuche ihr ein guter Mann zu sein. Sie gibt mir eine Chance. Ein guter Grund. Lasst sie durch! Aber Sie sind die Letzten! Okay, dann mal los. Danke. Schönen Abend wünsche ich. So was, du kannst ja richtig nett sein. Wann bin ich nicht nett? Immer? Ich bin immer nie nicht nett. Was hast du im Auto? Na los, ich hab nicht ewig Zeit. Ohne. Guck mal, wie. Da gibt's aufs Maul. Scheiße, sie sind hier. Sind, sondern Max-Tech, NCPD-eigene Sondereinheit. Die kommen, wenn was richtig aus dem Ruder läuft. Idioten wie die da fressen die zum Frühstück. Tja, das war's dann wohl. Arme Schweine hatten keine Chance. Wir sind gleich da. Und du? Jetzt kommst du sicher nicht mehr nach Haywood. Shelby, die lassen mich durch. Bist du dir da sicher? Klar, ich spiel wieder den netten Jackie.
Träume wie. Grüß Misty von mir. Wer dich. Hi, luego. Verwendung kybernetischer Implantate. Wie geht's denn so, meine Schöne? Kann mich nicht beschweren, Siggi. Danke für die Einladung. Also, ich würde sehr gerne über das exklusivste und meistbegehrte Implantat... Voll wichtig! Wichtig, dass du dich benimmst! Mhm. Polizei! Terrorist! Hast du das gehört? Sie ist bewaffnet! Blöde Tor ist kaputt, zum dritten Mal. Hab schon die letzten beiden bezahlt. Das ist doch Betrug. Der Hausmeister kriegt was.